Das hat der Mann selber gesagt. Egal, was passiert, es ist kein Selbstmord. Ja, John McAfee, vielen Leuten bekannt noch, gibt es eine interessante Netflix-Doku über sein Leben. Sehr stark teilweise auf Kriegsfuß gestanden mit dem amerikanischen Staat. Der hat ja mal im Interview gesagt, dass er dem US-Kongress allen kostenlose Laptops zur Verfügung gestellt hat. Und dort war eine Backdoor eingebaut, dass er quasi Informationen von diesen Laptops ziehen konnte. Interview gibt es offiziell bei YouTube zu sehen. Hat er gesagt, er hat dann damals festgestellt, dass einer der großen Kongressmitarbeiter, Minister in den USA, einer der Hauptverantwortlichen für den Kokainhandel in die USA ist. Und die Reporterin sagte dann auch, we don't want to talk about this, wir wollen nicht auch auf der Todesliste stehen. So, und dieser John McAfee hatte sich sogar, ich glaube, no suicide oder so drauf tätowieren lassen und hatte das am Tag seines Todes. Der war in Gefangenschaft, das war in Spanien, der wurde festgenommen, hatte ein Telefonat machen dürfen zu seiner Frau, hat an dem Tag noch gesagt, ich möchte keinen Selbstmord begehen, mir geht es gut, alles ist gut. Sie hat das aufgenommen, weil ihm das wichtig war. Und in der Nacht ist er dann erhängt in seiner Zelle aufgefunden worden.